bei Revelations 2. Hier ist eine Nachricht. Willkommen im Kierling. Scheiße! Ich kenne nicht den, wovon du redest. Ich sehe jetzt nur einiges deutlicher. Ich dachte, es war richtig, was ich tat. Wir werden innig miteinander verbunden sein. Sie haben sie umgebracht. Tut mir leid, dass ich so eine schlechte Tochter war. Die alte Hexe wird dafür bezahlen, was sie mir angetan hat. Ich zerquetsche dich mit bloßen Händen. Oh dear fucking God. Und damit herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Resident Evil Revelations 2. Jetzt auf meinem HD-Monitor. Halleluja, sieht das besser aus. Man merkt wirklich den Unterschied, wenn man dann doch mal von einem DVI-Monitor auf einen HDMI-Monitor wechseln tut, der einfach auch mal wesentlich größer ist, ja. Heißt, ich sehe jetzt alles super HD und ich bin immer noch total überwältigt davon. Egal, egal, widmen wir uns Resident Evil. Ah ja, ich erinnere mich. Du bist perfekt. In 6 Monaten wirst du als ich wieder aufwachen. Und die Welt wird furchtbare Angst haben. Okay. Na gut, dass mit dem Mädchen irgendwas nicht stimmt, das also wussten wir schon. Mein Schätzchen. Schlaf schön. All die Zeit verschwendet. Mein ganzes Leben war nur der Auftakt für dies. Meine wahre Geburt. Zeit, die Quelle unserer Qual zu treffen. Was ist das hier? Macht keinen Unterschied. Finden wir die Aufseherin. Also, ach du Scheiße, sieht das gut aus. Nee, aber abgesehen davon, ich fand den Übergang von der Cutscene zum Spiel grandios gelungen. Kann man nichts sagen. Aber ich weiß nicht mehr, wie das Spiel geht. Ah, ja. Ja, okay, ich verstehe. Nein, das wollte ich gar nicht. Gib mir das zurück. Ich wollte es eigentlich kombinieren. Am besten mit Brand. Ich bin ja doch so ein Brandflaschen-Fan. Die Schleuse ändert den Wasserverlauf. Ja, offenbar. Ja, aber wo? Ich erkenne dir die Monitore an. Durch diese Gebiete sind wir gekommen. Und sie hat uns jeden Schritt lang beobachtet. Ja, so ein bisschen voyeuristisch unterwegs ist die Frau definitiv. Aber es sieht geil aus. Oh Gott, sieht das gut aus. Ich freue mich schon, wenn ich mir dann irgendwann dieses Jahr mal meine neue Grafikkarte leisten kann. Dann wird das Ganze dann halt nochmal in der Ecke hübscher. So, was liegt denn hier für Scheiß rum überhaupt? Stuart, das bestgeeignete Gefäß ist wohl schließlich doch das kleine Mädchen. Die anderen Kandidaten hatten Potenzial, aber das Mädchen spielt in einer ganz anderen Liga. Sie ist außerstande, Furcht zu empfinden. Das ist nicht erstaunlich, wenn man bedenkt, was sie durchgemacht hat. Sie hat in jungem Alter die Terrasia-Panik durchlebt, wo jeder Mensch, den sie kannte, getötet wurde. Auch ihre Eltern hat sie direkt vor ihren Augen verloren. Nachdem jemand solche Schrecken durchlebt hat, was bleibt da noch, wovor man Angst haben sollte? Das einzige Problem ist ihr Alter, aber das ist ein Problem, dem sich der Laufe der Zeit für uns annehmen wird. Sie ist die perfekte Kandidatin für unsere Zwecke. Naja. Gedanken über Kafka. Mit dieser Geschichte verbindet mich eine Hassliebe. Vielleicht ist sie mir ja näher, als ich mir selbst eingestehen möchte. Als Gregor eines Morgens erwacht, findet er sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt. Seine Familie ist zunächst
perplex, aber sie kümmert sich um ihn. Schließlich wird er aber eine zu große Last für sie. Er ist dann nichts weiter als ein hässliches Ungeheuer, eine Belastung für die Familie. Als Gregor das erfährt, zieht er sich zu einem einsamen Tod zurück. Bis zu seiner Verwandlung hat Gregor die Familie ernährt. Jetzt, da er nicht mehr nützlich ist, ist er ihnen eine Last. Sie sind erleichtert, als er stirbt. Auch ich wurde erschaffen, um einen Zweck zu dienen. Wenn ich diesen Zweck erfüllt hätte, wäre ich beiseite geschafft worden. Aber ich weigere mich zu verkümmern und in Einsamkeit zu sterben. Ich weigere mich, ein hässliches Ungeheuer zu werden. Auch du, Albert, musst dich so gefühlt haben. Ja, ja, Albert Wesker. Warum hast du ein Aquarium, wenn da nicht mehr Viehzeug drin ist? Das stört deinen teuren Vasen. Hier, warte, hier geht's runter. Geht's hier runter? Nee, irgendwie nicht. Wie kommen wir da durch? I don't know. Es muss einen Weg auf die andere Seite geben. Ja, aber wo? How? Habe ich was verpasst? Ja, diese Vase zunächst erstmal. Und das. Das Buch hatten wir schon. Hier ist noch was. Anmerkung zum Übertragungsvorgang. Die Übertragung wird bald stattfinden und meine Erfolge sind greifbar nah. Spencer, du armer, erbärmlicher alter Mann. Du hast deine letzten Jahre verzweifelt nach dem Geheimnis der Unsterblichkeit gesucht und du bist gestorben, ohne deine Forschung zu Ende zu bringen. Aber ich habe diese Forschung weitergeführt. Der Körper altert, das ist ein unumstößlicher Fakt. Aber wir können unseren Tod entkommen, indem wir unseren Geist in ein neues Gefäß übertragen. Meine ganzen Bemühungen sind darauf gerichtet, diesen Prozess zu entwickeln und zu verfeinern. Ich hatte einige Erfolge, aber ich muss noch so viel mehr tun, ehe mein Werk vollendet ist. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann ich Folgendes bestätigen. Erstens, das Gefäß muss geistig stark sein und jegliche Furchtempfindung überwinden können. Zweitens, nach der Übertragung dauert es 6 Monate, bis der übertragende Geist stabilisiert werden kann. In diesem Zeitraum muss das Gefäß unter allen Umständen beschützt werden. Eile ist geboten, ich muss schnell arbeiten. Was hältst du davon? Ich weiß nicht. I don't like it. Ich werde aus der Aufseherin nicht schlau. Na, ich erst. Oh, ich mag das Geräusch nicht, wenn das Ding zugeht. Das hört sich an, als wäre das ein pupsendes Insekt oder sowas. Das ist einfach so. Ist hier was? Oh. Ja, natürlich. In irgendwelchen toten Winkeln liegen dann wieder irgendwelche Gegenstände rum. Selbstverständlich. Ich weiß nicht, kannst du hier irgendwas drücken? Irgendwas muss man hier doch machen können. Also es hat wohl irgendwas auf sich mit diesen Dingen hier, ja? Ich weiß noch nicht recht. Inwiefern? I don't know yet. Furchtbar das Geräusch. Was ist das? Hier kommen wir ja nur hier hin. Hier geht es ja auch gar nicht weiter. Habe ich was verpasst? Offenbar. Da kannst du nicht einfach hier runterspringen. Guck mal, das so hoch ist das gar nicht. Auf dem Bus. Oh, ich weiß es echt nicht. Irgendwas ist hiermit. Also, ist klar. Aber. But how? Und why? Und überhaupt? Das verstehe ich gar nicht, wenn ich irgendwo rumgurke und einfach keine Ahnung habe, was ich machen muss. Und einfach nur noch an den Wänden lange gurke, bis ich irgendwo einen Schalter finde. Eventuell. I'm sorry. Ach, ja, leck mich doch so. Aber wirklich, na, schiebt das Ding mal noch ein Stück. Das ist ja klasse. Das meine ich. Na also, wir sind durch. Beeilen wir uns. Genau, beeilen wir uns. Wir haben ja nicht den ganzen Tag Zeit hier. Hier das Aquarium war es wieder, ist klar. Ah ja. Ja, ja, okay. Oh. Da sind wir endlich. Hey, Girl.
Ihr kamt den ganzen Weg nur, um Lebwohl zu sagen? Oh, ich bin gerührt. Es ist bereits vollbracht. Ich habe die Furcht besiegt und das Recht erworben, ein Gott zu werden. Kommen Sie da raus, sodass ich einen Gott erwürgen kann! Jetzt bleibt nur noch ein letzter Test. Die letzte zu überschreitende Grenze. Hört sie uns überhaupt zu? Ich glaube nicht. Die Rettung meines Bruders war der Tod. Und bald wird er auch die meine sein. Ich werde sein Schicksal teilen und ihn dann übertreffen. Was haben Sie da vor? Rettung. Okay. Okay. Einfach so. Ach, toll. Warnung. Geheimhaltungsprotokolle initiiert. Selbstzerstörung der Sturmspitze der Anlage wird sofort eingeleitet. Ist nicht gut. Wenn Sie sich gegenwärtig im betroffenen Bereich aufhalten, bleiben Sie bitte ruhig. Ich bin ruhig, so ein bisschen. Wir müssen schnell hier raus. Just how? Und alle Antworten mit ihr zurück zum Fahrstuhl. Schnell! Ich werde kein Grab mit dieser Irre teilen. Ich renne ja schon, aber weiß doch, wie es ist. Hier ist die Tür, hier ist die Tür. Oh, la 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 la, la la la. Oh, fuck. Och, Claire, also, jetzt renn doch mal. Ist das wichtig? Offenbar war es überhaupt gar nicht wichtig, oder? Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh fuck off. Oh fuck off shit. Heilige Scheiße! Ich arbeite. Oh. Da ist ein Gang da unten. Suchen wir einen anderen Weg. Wo ist ein Gang da unten? Schenke ich nicht. Suchen. Du bist lustig. Und nu? What do I need to do? Okay, also der Fahrstuhl ist abgebrochen. Das haben wir schon mitgekriegt. Ist hier was? Nee. Also die Kamera ist manchmal auch für den Pops. Hier ist nicht. Ich laufe einmal komplett zurück. Vielleicht bringt mir das was. Oder auch nicht. Hier komme ich gar nicht wieder rein. Ach. Okay. Da wir offenbar kein Zeitlimit haben, weiß ich echt nicht, wie wir jetzt hier weiterkommen sollen. Kann ich hier noch was machen? Nee. Vorbei. Ich stehe ja auch so gar nicht auf Sirenen, ne? Die machen mich immer nervös. Nervös. Habe ich was übersehen schon wieder? Irgendwas muss hier sein. Sie meint, es gibt einen anderen Weg. Einen anderen Weg. Einen anderen Weg. Irgendwo. Ach. Leck mich am Arsch, ehrlich. Aber sowas von am Po. Das stehe ich gar nicht drauf auf sowas. Das ist dann immer, wenn du... Oh, fuck. Wenn du guckst und denkst, ja, irgendwo muss doch ein offensichtlicher Weg sein. Ist meistens ist keiner da, oder du denkst, okay, da ist definitiv eine unsichtbare Wand irgendwie im Weg. Manchmal ist es so, manchmal offenbar nicht. In diesem Fall wäre es jetzt nicht so gewesen. Ach, das sieht super sympathisch aus hier. Weißt du, was ich mal ganz richtig entspannt finde, dass hier einfach mal
keine Hektik ist und ich jetzt erstmal hier so ein bisschen. Ja. Was habe ich denn hier? Ich habe gar nichts mehr am Start. Na gut. Dann nicht. Warum tun die hier so ein Ding hin? Ganz ehrlich, eigentlich bist du voll im Stress und denkst nur, Alter, ich muss hier irgendwie raus. Und dann packen sie dir eine Werkbank hin. Und eine Kiste zum Aufmachen. Oh ja, mich stört das nicht. Ich weine nur, dass es schon etwas merkwürdig ist. Komm, wo ist denn das Ding? Hier unten? Okay. Was ist das? Magnum-Munition? Oh. Also, okay. Also, theoretisch mehr Munition für meine Magnum. Oder so. Ich finde schön, dass keine Monster da sind. Eine Rauchflasche. Du hast recht. Ich sehe es nicht, aber... Au, fuck! Nicht dein Ernst! Ja, geil. Super lecker. Oh, das ist euer Ernst. Echt jetzt. Das war toll. Okay, sie sagt gleich wieder, irgendwas stimmt nicht. Achso, na, das könnte ich theoretisch, ja. Quatsch. Nee, ich bräuchte die Rauchflasche eigentlich. Du hast recht. Ich hab den noch umgeworfen. Aber da ist etwas mit uns hier drin. Einfach die Augen auf und lauf! Ja, du merkst es halt immer nur daran, dass hier irgendwie verschwommen wird, ne? Ist gerade nichts, okay, das ist gut. Okay. Das kommt dann immer in den Momenten, wo ich sage, hey, Gott sei Dank sind hier keine Viecher da. Bist du? Ja, leck mich am Po, ich. Ah, aus. Ja, dann nicht runter, wenn es geht. Soll das ein Witz sein? Echt keiner Notausgang. Okay. Claire, hör auf rumzustänkern. Wir müssen hier lang. Komm, Moira, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Ich kann sie nicht gewinnen lassen. Hab's nicht vor. Da unten ist eine Kiste, aber Alter, ich die Kiste offen habe. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Ja. Das machst du ja toll, Katie. Frische Vorbildfunktion. Ah, schön. Es tut mir leid. Es ist nicht so mein Tag heute, offenbar. Claire, jetzt komm. Pass auf die Kante auf. Ich werde diese Kiste in Ruhe lassen. Das geht nicht gut aus. Sonst, wir können sie nicht gewinnen lassen. Das heißt theoretisch, dass du... Na, eigentlich musst du doch nur da unten ins Wasser springen. Naja, da unten sind Felsen. Okay, wird schwierig, aber... Ah! Claire! Pass auf, bitte! Ihr Mädel, dann... Du bist mal so am Rumzicken, ich verstehe es nicht. F. Los jetzt! Hier! Okay, wo komme ich hier lang? Ah, hier warst du. Okay. Heißt, ich muss mir das Ding hier Nein! Ja, nein, Claire, wir brauchen es. Wir müssen es irgendwo hin tun. Ich weiß nur noch nicht, wohin genau. Hier vielleicht? Auch mit dir.
Hoch mit dir. Oder auch nicht. Okay, kein Problem. Ja, Frau, du bist... Ah, hier. I understand. I understand. Kein Ding. So ist hier hoch. Und dann am Bett. Natürlich. Natürlich. Nein. Oh, Claire. Komm jetzt. Streng dich an. Oh, Frau. Mach es mir nicht leicht. Beweg dich jetzt. Schnell! Ich schwöre, ich werde den Scheiß hier sowas von überleben. Was? Alles gut? Alles gut, Moira. Hoffentlich ist alles gut. Wir haben noch 4 Minuten. 20. Obwohl, die machen das ja meistens so, dass es doch relativ schaffbar ist. Beweg dich, Claire. Wir haben doch keine Zeit. Ja, und jetzt? Oh, fuck off. Alter, Claire. Frau, du machst mich schwach. Geh los jetzt. Furchtbar. Furchtbar. Komm her, Moira. Hoch mit dir. Okay, Moira, was musst du hier machen? Halt durch! Ich lasse dir was einfallen! Wie willst du dir hier was einfallen lassen? Achso. Ich verstehe. Hier, komm. Können wir schon mal zu ihr gehen? Du schaffst das, Claire! Schnell! Oh, beide dran. Ist nicht so leicht. Ach ja, genau. Kannst du das Ding nicht mal schnappen und dann... Ach, Leute. Alter, du sollst das Ding schnappen. Gut hier. Besonders. Es ergibt so gar keinen Sinn. Ich gehe jetzt einfach. Mario, du machst das schon. Oh Mann! Krabst doch mal das Ding an. Eben ging's noch, jetzt geht gar nichts mehr. Nicht klasse. Hoppala. Nein, ich hab's da irgendwie verrutscht und jetzt komm ich da nicht hin. Oh. Furchtbar. Furchtbar ist das. Ehrlich? Willst du mich verarschen? Alles nochmal. Na genau. Ja, komm mal, das ist jetzt ein Schnellgedurchgang. Das hasse ich. Sowas hasse ich. Wenn du irgendwo nicht weiterkommst, weil du irgendwas Doofes gemacht hast, ja? Oder weil das Spiel nicht richtig funktioniert. Ach, Claire. Oh, fuck. Oh Gott, wie war denn das? Wie war denn das heilen? Wie ging das? Warte mal. Ah, okay. I understand. Alles gut. Hast du das Ding jetzt genommen? Nein, F bitte. Danke. So aus Weg, Moira. Das Ding muss aber auch schwer sein. Also zumindest bin ich jetzt flotter unterwegs als davor. Jetzt weiß ich ja zumindest so ungefähr, was ich wie wo machen muss.
bis auf an der einen Stelle mit diesen scheiß Dingern da. Ja, los jetzt. Schnell! Ich schwöre, ich werde den Scheiß hier sowas von überleben! Nein! Oh. Claire, Alter. Los jetzt. Ich geh kaputt. Ne, besonders wer das gebaut hat hier. Muss auch einen Arsch offen gehabt haben. So, komm. Nee, warte. Na, komm hoch. Halt durch! Ich lasse mir was einfallen! Na komm, flotter. Schon wieder rum. Ich arbeite dran. So, jetzt gucke ich mir den Spaß hier erstmal an. Ja, das ist klar. Also, du musst das Ding doch nur. Kannst du das mal anfassen oder so? Jetzt geht. Aber. Ich wollte mich echt veräppeln. Wie kann die das denn ziehen, das Ding? Oh, jetzt hat die das. Oh, ich geh kaputt, ehrlich. Ich geh kaputt. Komm, schmeiß es runter. Warum willst du es nicht runterschmeißen? Alter, Mario, kannst du irgendwas machen? Nee, ich glaube, Mario kann das Ding gar nicht anfassen, ne? Oh, I don't understand. Ich gehe jetzt einfach, der schon Arsch ist wirklich. So schlimm. Allein schaffe ich es nicht. Nee, ach. Freunde. Ohne Spaß. Steht nicht mal hier, oder? Steht nicht mal da. Ach, toll. I love that. Ja, ich möchte zurück zum Spiel, danke. I don't like that. Ich komme aber hier auch nicht rein. Ne, die kommt da ja ohne rein. Das ist immer irgendwie. Allein schaffe ich es nicht. Hab ich schon wieder kaputt gemacht. Ich glaube, ich habe schon wieder kaputt gemacht. Ich kenne keine Tasten mehr, die hier irgendwie das Problem lösen könnten. Ist doch doof. Doof! Moira, das ist voll kackt. Kackt ist Moira. Na gut. Ich denke, ich werde es einfach so machen, dass ich das jetzt probiere zu lösen und dann hoffentlich beim nächsten Mal habe ich den Scheiß hier dann geschafft. Mal gucken.